Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für mich und für den Lemming auf unser erstes Turnier dieses Jahr. Und zwar in Murten, wo wir auch vor 2 Wochen im Springtraining waren. Der Konkurs ist zwar erst, also die Prüfung fängt erst um 13:30 Uhr am Nachmittag an, aber ich habe gedacht, ich nehme mich trotzdem den ganzen Tag mit, vielleicht findet ihr das noch interessant. Es ist jetzt gerade 8 Uhr und dort, um die Zeit essen wir immer zum Morgen, also egal ob wir Turnier haben oder nicht. Und heute Morgen habe ich schon fleissig Video geschnitten, es ist jetzt gerade am Exportieren und dann tue ich es dann aufladen, so dass es heute online kommt. Eigentlich wollte ich es ja schon letzte Woche online stellen, was leider nicht ganz geklappt hat. Als nächstes werde ich dann meine Sachen vorbereiten. Ich muss noch meine Stiefel putzen und auch meine Chaps. Dann habe ich mir noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben, die ich noch machen soll. Ich werde mein Zeug einladen. Dann gehe ich die Linke holen. Sie wird heute Fotos von uns machen. Ich habe ja auf Instagram gefragt, ob jemand Lust hat, mit an den Konkurs zu kommen und Fotos zu machen. Ich freue mich sehr, sehr fest, dass sie mitkommt. Ich bin fest überzeugt, dass es dann ganz viele wunderschöne Fotos von Lemmy und von mir gibt. Und das freut mich mega. Sie gehen ihn dann holen, dann essen wir zum Mittag, gehen in den Stall und dann geht es dann auch schon los. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. So, ich habe jetzt morgen gegessen und habe schon meine Sachen angelegt. Mein weißes Hemd und den Pulli drüber. Ich habe auch die weißen Hosen schon an, mit Jogginghosen drüber und Turnschuhe. Jetzt muss ich noch meine Stiefel putzen und die Chaps, die ich zum Bar schauen werde, anlegen. Stiefel. Meine Chaps. Und für genau den Fall, dass ich eben vergesse, die Stiefel zu putzen oder keine Zeit habe, habe ich hier so Tüchli, wo man ganz schnell das Leder putzen kann. So, die Chaps glänzen wieder. Also mir geht es nicht darum, sie zu putzen, sondern nur, dass es wieder glänzt. Und jetzt kommen wir noch die Stiefel. So, dann können wir jetzt anfangen, alle meine Sachen parat machen, zum Einladen. So, also das, was ich fürs Reiten brauche, habe ich jetzt eigentlich alles hier innen. Das haben wir immer vor dem Auto. Hier sind meine Bottine. Also ich probiere meistens die Schuhe zu wechseln, zum Barco zu schauen. Hier sind meine Stiefel. Da ist mein Helm drin und auf der Seite meine Händchen. Hier sieht man meinen Rückenpanzer. Und hier ist schon noch meine Ersatzjacke. Hier ist mein neue Schöcke. Da sind auch noch Chaps und sonst ein paar Sachen.
hier haben wir alle Sachen, die entweder in Anhänger oder ans Ross kommen. Wir haben hier die Decke, eine Stollenkiste, Haferkessel zum Einladen, Transportgamaschen, Futterkrüpfe, Kessel für Wasser für ihn zum Saufen, dann einen, wo man so man könnte waschen, so zwei Kannen, muss ich noch füllen. Und hier ist die Longe. Jetzt holen wir noch seine Halfter. Der Vorteil, wenn ich euch das alles sage, ist nämlich, sie merken, das sind seine Lederhalfter, wo sein Name draufsteht. Und Seile vergessen haben. So. Nachher können wir fangen, sein Futter, das er während dem Fahren wird fressen, parat machen. Also, da wir nach Futterplan futtern, ist das Futter schon parat gemacht. Die muss ich noch in den Trog leeren und nachher noch ein Mittel zur Beruhigung dazu tun. Haben wir hier das Futter. Ja. Dann haben wir hier so einen Sirup. Der hilft gegen seine Nervosität, die er leider sehr stark hat. Und da ich auch immer recht nervös bin, nehme ich auch einen Schluck davon. So. Das gibt einfach so ein Becherchen voll. Und weil der recht stark klebt, tue ich ihn meistens nicht schon am Tag vorher ins Kessel, sondern einfach gerade direkt in die Krüpfe, sondern dann ja auch ausschlägt. So. Müssen wir das heute schnell ausspülen. Da das ja relativ stark klebt, habe ich festgestellt, dass es nicht so gut kommt, wenn man es einfach wieder schon drauf tut. Dann wird das auch gemacht. Dann können wir die Krüpfe mitnehmen. Dann rüsten wir. Und hier zu. So. Ich bin jetzt auf dem Weg und gehe die Linge abholen. Nachher tun wir alle zusammen noch zum Tagessen. Und dann geht es auch schon mal los, weil wir haben schon die Stadt Nummer 8 und müssen demnach schon ziemlich schnell in die Sprache sein. Also wir werden wahrscheinlich noch vorher parat machen und ich tue noch schon ein bisschen reiten. Und da Green Jump ja auch ein bisschen länger geht als normale Prüfungen, würde ich dann erst nachher springen, das reicht. Und wir müssen ja nicht so viel ausspielen.
werde ich auch heute meinen Ritt kommentieren. Hier seht ihr den ersten Umgang. Vor jeder Runde richte ich eigentlich immer zurück. Das ist mehr so ein bisschen zur Beruhigung. Im ersten Umgang hätten wir nicht ganz so bleiben stehen, weil es sehr hektisch war, aber auch sehr gut vorwärts ist gegangen, wie man hier schon gesehen hat. Und dann sind wir auf Sprung Nummer 1 sehr passend zugekommen. Er ist schön im Fluss gesprungen, was ja letzter Ende Saison eher nicht so gut war. Auch das 2 nimmt er schön mit. Dann ist eine lange Wendung gekommen, hier aufs 3. Er ist ein bisschen dicht zugelaufen. Weiter aufs 4, 9 ist ein bisschen reingeschaut. Dann kommt das Dalü. Rauf und dann nach ist er mir so ein bisschen vor eingesteckt und dann bin ich ein bisschen vorgefallen, aber wir hatten schnell wieder im Griff gehabt, dann aufs Gräbli. Dann kurz geschaut, aber wir sind drüber und man sieht, ich habe mich noch sehr freut jedes Mal, wenn er drüber springt, da er ja bis vor 2 Wochen im Training dort nie drüber ist. Der Wagen hat er kurz geschaut, aber dann ist er schön drüber gesprungen. Dann geht es weiter, lange Wendungen auf rechte Hang über den roten Ochsen, nimmt er auch ganz schön geradeaus weiter. Auf den Baumstamm nimmt er schön im Fluss mit, dann eine grosse Wendung auf linke Hang über die Fessel. Ich weiß nicht, was er mit denen hat, aber fast jedes Mal läuft er ein bisschen komisch und ein bisschen näher zu kommen. Aber das ist bei vielen Rossen noch so. Dann noch dort die Hecke. Dann schön weiter. Über den Rotochser. Und dann nochmal über das Dalü von der anderen Seite. Das Mal ist er mir schön runtergesprungen. Ohne irgendwelche Gabriolen. Und dann noch eine lange Wendung. Auf den letzten Sprung. Und mit diesem Ritt sind wir bis auf 3 Sekunden an die Idealzeit angekommen. Oder 5, nein, im ersten Sprung waren es 5 Sekunden. Und wir haben bis zur drittletzten Starterin tatsächlich geführt und sind dann am Schluss Zweite geworden. Rang 2 mit der Startnummer 8, Tamara Faye mit Levin Seash in einer Zeit von 108.0. Herzliche Gratulation! Im zweiten Umgang war Lemmy vor allem auf dem Abri-Platz schon sehr viel ruhiger. Man sieht auch hier, einen schön können zurückrichten und er ist auch kurz bei mir stehen. Und dann gleich, sobald man eigentlich wieder vorwärts reitet und er auch angaloppiert, läuft er wieder schön im Fluss. Vielleicht nicht ganz so hektisch wie im ersten, aber immer noch schön vorwärts. Und ich habe ihn wirklich nicht fest müssen treiben. Dann ist er auch losgegangen. Hier auf den Sprung Nummer 1. Dann haben wir kurz ein bisschen angeschaut, aber ist schön gesprungen. Dann fliegender Wechsel. Sprung 2, ein bisschen dicht, aber kein Problem. Dann ist auf eine lange Wendung weitergegangen auf Sprung 3. Die Fessel wieder. Da ist er schon wieder so ganz dicht zugelaufen und dann so komisch aufgesprungen. Dann ist sie weitergegangen, über eine ganz lange Wendung also um das 4 auf die Hecke. Auch schön gemacht, ist dann hinten weitergegangen, an der langen Seite.
auf Sprung Nummer 5. Dann schön im Fluss weiter dann über das Dali. Ist ja das mal auch wieder ganz schön oben. Dann eine grosse Wendung auf linke Hang auf das Gräbli. Der schön im Fluss mitgenommen, hat gar nicht mehr geschaut. Dann geht es weiter über den Wagen. Hat er auch das mal wieder ganz schön genommen. Dann hier bin ich vielleicht gerade ein bisschen zu eng rum, weil am Schlussprinzip war ich nämlich ein bisschen zu schnell gewesen, aber trotzdem, es ist schön wirklich vorwärts gelaufen und ich habe lieber das Problem vom zu schnell sein, als wie sonst bei Normalzeitmessung vom zu langsam sein. Dann hier einen schönen Ochser, dann noch auf rechte Hang, eine lange Wendung auf der Stelle, ist ein bisschen dicht gekommen. Dann noch einmal geradeaus weiter auf den Ochser und dann ist fertig. Ja, und im zweiten haben wir eben 3 Sekunden Abstand gehabt zur Idealzeit und sind mit diesem Resultat 4. geworden. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir unsere Saison mit einem 2. und einem 4. Rang anfangen. Und natürlich, Green Jump ist schon ein Göpp. Und da bekommt man Rangpunkte bei jedem Gongur. Und am Schluss dürfen die 30 Besten dürfen dann am Finale in Bern. Und zwei Klassierungen so weit vorne werden uns wahrscheinlich schon sehr viel näher an unser Saisonziel, uns für das Finale zu qualifizieren bringen. Das war auch mit meinem ersten Turnier Follow Me Around. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr auch ein Like und ein Abo dalassen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal in diesem Sinn. Tschüss und bis zum nächsten Mal.